Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen zusammengebaut Video. Heute werfen wir einen Blick auf das neue Lego City Flughafen Frachtflugzeug. Das Set wird insgesamt aus 157 Teilen zusammengebaut und wir schauen uns jetzt das Flugzeug und den kleinen Gepäckwagen genauer an. Zunächst wäre da also dieser kleine Gepäckwagen. Was ich sehr schön gelöst finde, ist, dass hier wirklich vier Gepäckstücke drauf Platz finden. Das sind solche kleinen Boxen samt Stickern, die wir hier einfach draufstecken können. Sehr schön dann hier auch dieser kleine Gepäckwagen, der sich ganz einfach lösen lässt und dann können wir hier ein Paket draufstellen und der Meister kann dann das Ganze hier entsprechend durch die Gegend schieben oder über das Rollfeld. Hier dann vorne kann eine Minifigur Platz nehmen, Walkie-Talkie darf nicht fehlen und wir haben hier noch einen weiteren Sticker hinten dran. Ein kleines Gefährt, das aber durchaus hier den Gesamteindruck nicht trübt, im Gegenteil. Das ist ein schönes Vehikel. Und jetzt kommen wir zu diesem großen Frachtflugzeug. Zunächst einmal, hier sehen wir schon Air Cargo. Das sind leider einmal mehr Aufkleber. Auch hier hinten ist noch ein Sticker drauf. Wir können hier vorne das Cockpit ganz einfach öffnen mit einem Handgriff und die Minifigur kann entsprechend hier Platz nehmen. Also das ist wie immer bei Lego City sehr schön gelöst oder bei den meisten Sets zumindest. Auch hier entsprechend kann das Cockpit ganz einfach abgenommen werden und dann können wir hineinschauen. Also das ist wunderbar. Und dann gibt es natürlich auch noch die Ladefläche. Und hier gibt es eine schöne Spielerei, die zwar im Grunde genommen überhaupt keinen Sinn ergibt, aber in diesem Fall die Bespielbarkeit noch besser ermöglicht. Und zwar kann hier dieser Teil einfach hochgeklappt werden. Und dann sehen wir hier unten schon, können wir diese Klappe runterklappen. Genau, eine Klappe klappt und wir haben den Blick hier ins Innere. Also da passen dann einige Pakete rein. Nehmen wir mal eins und sagen, okay, die Reise kann starten. Das Ganze soll also hier rein. Hups, deine Hand gar nicht mal so einfach. So, da ist es drin. Und dann sagen wir, guten Flug und das Ganze kann dort verstaut werden. Jupp, dann hier wieder alles runtergeklappt und das Flugzeug ist startbereit. Und wir werfen noch einen Blick auf die beiden Minifiguren, die dem Set beigegeben wurden. Zunächst also der Pilot mit schicker Sonnenbrille und einem schönen Print mit seiner ID-Card vorne drauf und dann noch die zweite Figur, die eben diesen Mitarbeiter zeigt, der die Pakete dann zum Flugzeug bringt, also der Flughafenmitarbeiter. Auch er hat eine ID-Card vorne, damit da nichts mit falschen Dingen zugeht. Alles in allem muss ich sagen, dass mir dieses Flughafen-Frachtflugzeug ausgesprochen gut gefällt, denn es ist ein kleines Flughafenset, das dennoch den Charme eines Airports versprüht. Wir haben dieses Flugzeug, das eine gute Bespielbarkeit ermöglicht und diesen kleinen Gepäckwagen. Das ist ein schönes Szenario, da kann also durchaus schon einiges mit angestellt werden, auch wenn man womöglich eines der größeren Sets zu Hause nicht besitzt. Das aber ist nur meine Meinung. Was sagt ihr zum neuen Lego City Flughafen Frachtflugzeug? Bitte teilt euch mit in den Kommentaren unter diesem Video. Das war's für heute. Wie immer, frohes Bauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.